Millionen Menschen wurden von diesem berührenden Film bewegt, ziemlich beste Freunde. Das Vorbild für diese Geschichte, Filippo Pozzo di Borgo, ist nun leider verstorben. Der Regisseur und ein französischer Superstar trauern um ihn. Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Filippo Pozzo di Borgo und seinem Pfleger diente als Inspiration für den Erfolgsfilm Ziemlich beste Freunde. Nun ist der adelige Geschäftsmann im Alter von 72 Jahren in Marrakesch, Marokko, verstorben. Der Film, der 2011 von Eric Toledano und Olivier Nakache gedreht wurde, zählt zu den erfolgreichsten französischen Filmen aller Zeiten und war sogar für einen Oscar nominiert. Der Tod von Pozzo di Borgo schockiert und betrübt Regisseur Toledano zutiefst. Seit Ziemlich beste Freunde blieben die beiden in Kontakt und arbeiteten weiterhin zusammen. Filippo Pozzo di Borgo wurde 1951 als Mitglied einer adligen Familie auf Korsika geboren. Nach einem Gleitschirmunfall im Jahr 1993 war er querschnittsgelähmt. In seinem Buch Le Second Souffle, die zweite Luft, das 2001 veröffentlicht wurde, erzählt Pozzo di Borgo, wie er dank der Hilfe seines Pflegers Abdel Yasmin Zello den Weg aus einer tiefen Depression fand. Diese bewegende Geschichte bildete die Grundlage für den Film Ziemlich beste Freunde. Der Film, mit François Clouzet und Omar Sy in den Hauptrollen, wurde in Frankreich zu einem Kassenschlager und war weltweit in über 50 Ländern zu sehen. Auch in Deutschland erzielte er bemerkenswerten Erfolg. Omar Sy wurde 2012 für seine schauspielerische Leistung mit einem César als bester Darsteller ausgezeichnet. Nachdem er von Pozzo di Borgos Tod erfahren hatte, postete er am heutigen Freitag auf Instagram: "Für immer in unseren Herzen."